Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hatte vor 2 Wochen Gelegenheit, die Hauptstadt des Südsudan, Juba, zu besuchen. Der Wehrbeauftragte war auch mit und weitere Kollegen. Und das, was wir in Juba gesehen haben, war natürlich erschütternd. Eine Stadt, in der nachts keine Straßenbeleuchtung brennt, die einzige Hauptstadt der Erde, wo das so ist, wenn man mal von Caracas in diesen Tagen absieht. Die Wirtschaftskraft des Landes geht stetig zurück. Gleichzeitig steigt die Zahl der Einwohner des Landes, was natürlich schon offenbart, dass die Entwicklung eine ausgesprochen prekäre ist. Die UNMISS-Mission mit rund 17.000 Soldaten und Zivilisten, viele natürlich davon auch aus afrikanischen Nachbarstaaten, ist die einzige verlässliche, stabilere politische Kraft in diesem Lande. Das ist, glaube ich, ohne der Regierung zu nahe zu treten, nicht anders zu sehen. Und Deutschland leistet mit 14 Soldaten, die hochmotiviert sind in diesem Einsatz, einen wichtigen Beitrag. Ich freue mich, dass der Kontingentführer heute hier ist, der stellvertretende Leiter der Militärbeobachtermission der UNMISS im Südsudan. Und ich habe, wie die Kolleginnen auch, die Kollegen, die dabei waren, gespürt, dass unsere Soldaten vor Ort eine hohe Empathie zu dem Einsatz, zu der Bevölkerung, zu den Menschen entwickeln und diesen Einsatz als sehr sinnvoll und erfüllend ansehen. Und ich glaube, das verdient auch einen extra Beifall. Es gibt seit Herbst letzten Jahres einen neuen Anlauf für einen Friedensprozess der verfeindeten Gruppen im Lande. Und der Leiter der UN-Mission, der Neuseeländer Shearer, hat uns erzählt, dass es eine sorgfältige Befragung der Bevölkerung gibt, jüngeren Datums, nach der immerhin 2/3 der Menschen sagen, es geht ihnen heute besser als vor einem Jahr. Das, finde ich, ist ein ermutigendes Signal. Es ist natürlich auch verbunden mit der Hoffnung, dass dieser eingeleitete Friedensprozess auch zu einem guten Ergebnis geführt werden kann, dass die Menschen die Möglichkeit haben, die Ressourcen des Landes zu nutzen. Das Land ist ja im Blick auf die Vegetation durchaus begünstigt durch subtropische Klimabedingungen und es hat Rohstoffe. Das Land muss nur zur Ruhe kommen und die Kraft schöpfen, um die Straßen zu bauen zwischen den Städten, um die Schulen zu bauen, um die Krankenhäuser zu bauen, die Energieversorgung sicherzustellen, was gegenwärtig alles im Argen liegt. Und wir haben im Gespräch mit dem Außenminister des Landes und mit dem Parlamentspräsidenten uns natürlich über die Sicht der Regierung auf die Dinge informiert. Und der Vertreter der Bundesregierung, Thomas Silberhorn, der parlamentarische Staatssekretär, mit dem wir gereist sind, hat auch ganz offensiv Fragen an den Außenminister gestellt, gerade auch zum Beispiel im Blick auf den hybriden Gerichtshof, der eigentlich in diesem Friedensabkommen vereinbart ist und der die Verbrechen, die im Bürgerkrieg entstanden sind, gemacht worden sind, entsprechend aufzubereiten. Die Regierung ist der, wie ich finde, falschen Auffassung, dass das Land noch zu unruhig, noch zu einen zu hohen Blutdruck hat, wie er sich ausdrückt, als dass man ihm einen solchen Gerichtshof zumuten könnte. Unsere Antwort war, dass ja möglicherweise auch ein solcher Friedensprozess, der über Gerechtigkeit geht, ein blutdrucksenkendes Mittel, um in diesem Bild zu bleiben, sein könnte. Wir haben die Regierung ermutigt, tatsächlich diesen Weg zu gehen, diesen Weg der Aussöhnung, der im Übrigen auf großen Plakaten auch vom Staatspräsidenten entsprechend verkündet wird. Es ist jetzt die Zeit für Frieden, Versöhnung und Vergebung. Aber wir glauben, dazu gehört eben Gerechtigkeit. Und deswegen wäre tatsächlich ein Start für einen solchen hybriden Gerichtshof, wie er in diesem Friedensabkommen vorgesehen ist, tatsächlich für das Land möglicherweise eine wichtige Hilfe. Ich bin der Meinung, wir sollten diesen Einsatz heute verlängern und unterstützen. Ich möchte auch nach den Erfahrungen der Gespräche mit den Soldaten das Verteidigungsministerium ermutigen, darüber nachzudenken, ob wir tatsächlich die Mandatsgrenze von 50 etwas stärker ausschöpfen als nur durch 14. Ich füge auch ganz pragmatisch hinzu, dass ich glaube, dass ein deutscher Stabsoffizier oder ein hochrangiger Unteroffizier in einem solchen Einsatz Fähigkeiten erwirbt und Erfahrungen sammelt, die an keiner
Führungsakademie der Bundeswehr lernen kann, die Form der internationalen Zusammenarbeit in der UN unter diesen besonderen Bedingungen dieses Landes, mit den Menschen dieses Landes, ist letztlich für einen hohen Offizier der Bundeswehr auch eine gute Vorbereitung auf weitere Verwendungen in höherer Funktion in der Bundeswehr. Deswegen, vielleicht habt ihr die Idee und den Mut, den einen oder anderen Stabsoffizier zusätzlich zu entsenden. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Till Mansmann für die FDP-Fraktion.